Hey, ihr Leseverrückten, ich wollte euch heute meine Neuankömmlinge im November zeigen. Der November ist fast um und ja, alle bis auf eins kann ich euch zeigen. Ich hatte mir Sarah Kuttners Wachstumsschmerz vorbestellt, was gestern erschienen ist. Mich hat es auch pünktlich zum Erscheinungstermin erreicht. Allerdings hat die Post da irgendwie Mist gemacht und da wohl ein schwereres Paket drauf fallen lassen. Ich habe das Buch ausgepackt. Es hatte hinten, der Rücken war einmal der Länge nach geknickt. Vorne war es angedätscht und für 17 Euro war es mir das einfach nicht wert zu sagen, okay, da stehe ich drüber und ich nehme das so, weil das Cover ist so schön, dass ich sicherlich nach vorne im Regal drehen werde und da will ich einfach nicht, dass es angedätscht ist. Ich habe dann Amazon angeschrieben, was man da machen kann, beziehungsweise ob sie mir entgegenkommen preislich, dann hätte ich es mir vielleicht noch überlegt. Allerdings war Amazon nur bereit, mir 2 € Preisnachlass zu geben und das habe ich, wie gesagt, für 17 Euro sehe ich das nicht ein und es war einfach, ja, die Schuld der Post, sicherlich nicht die Schuld von Amazon, obwohl das mit dem Rücken, keine Ahnung. Aber ich habe es dann zurückgeschickt oder werde es zurückschicken und Amazon hat schon das neue Exemplar auf den Weg geschickt. Die Bestätigungs-E-Mail habe ich heute Morgen schon bekommen. Das heißt, es erreicht mich in den nächsten Tagen und ich freue mich schon wahnsinnig auf das Buch, denn schon bei Mängelexemplar war ich positiv, sehr positiv überrascht, dass Sarah Kuttner so gute Unterhaltungs Literatur schreiben kann. Also ich bin schon sehr gespannt auf dieses Buch jetzt. Inhaltsmäßig werde ich zu den Büchern wieder nichts sagen, die ich euch zeige, weil erstens kann man die Inhaltsangabe auf Amazon oder keine Ahnung wo nachlesen und ich will einfach nicht die Länge des Videos sprengen, weil mir geht es selber persönlich immer so, dass alles, was über keine Ahnung, 12, 13 Minuten geht, das schaue ich mir, fange ich an anzuschauen und dann verlässt mich die Lust. Außer bei Ela, wenn sie ihre tollen Vlogs hochlädt oder bei Steffi sowieso, der muss man beim Schnattern einfach zuhören. Und Yogura, wenn sie ein längeres Video dreht, hänge ich auch immer gebannt vorm Laptop. Aber ja, Christinchen auch, aber es gibt halt wirklich wenige Ausnahmen, wo ich dann bis zum Schluss gucke oder nicht vorspule. Deswegen keine Inhaltsangabe von mir. Wenn ihr das wissen wollt, wisst ihr ja, wo ihr die herbekommt. Fangen wir mal an. Und zwar Amanda Hocking unter dem Vampirmond. Das ist jetzt Teil 1, Versuchung. Ja, also das Cover finde ich schon mal ganz gut gemacht und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das ist der erste Teil einer Trilogie. Damit bin ich jetzt bei, ja, Teil, also insgesamt verfolge ich dann 22 Serien bzw. Trilogien. Ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben, damit ich einfach nicht den Überblick verliere. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich es überhaupt schaffe, das jemals aufzuholen, aber ja, man gibt sein Bestes. Dann ist natürlich bei mir auch eingezogen die Insel der besonderen Kinder. Allerdings werde ich das noch so etwas nach hinten schieben auf dem Sub. Also das Buch reizt mich schon sehr und interessiert mich auch sehr. Aber ich habe, ja, es ist schon zu oft rezensiert worden und zu, ja, es kursierten halt zu viele Rezensionen und die lese ich auch nicht. Aber ich will jetzt halt irgendwie nicht mit dem Strom schwimmen und deswegen rutscht das erstmal nach hinten. Dann habe ich mir gekauft Lauren Olivers Delirium. Das wurde mir auf Twitter empfohlen, dass ich das unbedingt lesen soll. Ja, ich bin gespannt, ob es mich mitreißen wird. Es soll wohl so ähnlich wie die Auswahl sein. Das hat mir ja damals sehr gut gefallen. Da kommt ja im Januar jetzt auch endlich Teil 2 raus, auf den ich mich auch schon sehr freue. Dann lese ich gerade und habe mir im November gekauft den sechsten Teil der Betsy Taylor-Reihe. Ja, ich bin auch fast fertig, wie ihr sehen könnt. Und das ist wieder, der Teil reißt mich wieder wirklich mit. Hier findet Davidson zurück zu ihren Anfängen. Der Teil 5 war ja eher so Larifari, langweilig, aber der hier hat mich wieder ja, zum Schmunzeln gebracht und zum Mitfiebern ab den ersten paar Seiten.
Dann habe ich mir gekauft Daniel Krause, Tattoo Krause. Dazu werde ich im Anschluss die Videorezi drehen, deswegen brauche ich da nicht viel zu sagen. Gelesen habe ich es ja dann schon. Und dann hat mir eine Kollegin empfohlen, Lukas, 4 Jahre Hölle und zurück. Auch dazu werde ich nichts weiter sagen. Gelesen habe ich schon, weil ich auch hier im Anschluss die Videorezension drehe. Ja, das waren meine Neuankömmlinge, 7, obwohl ich mir eigentlich im November keine Bücher kaufen wollte, aber es fällt halt schwer, wenn man dann doch auf Amazon surft oder im Buchladen ist und dann, ja, die Inhaltsangaben interessant sind, muss man sie halt doch kaufen. So ist es halt bei uns Buchsüchtigen. Bis dahin, ciao!